Ja, damit nochmal wieder zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Dennis spielt das hier auf dem PC. Ja, wie versprochen, wollte ich euch ja noch die Szenarien zeigen. Sechs an der Zahl, also sechs mit dem ScotRail, mit der Klasse 158 ScotRail. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das sind die anderen. Mit der anderen, genau, ihr seht es ja da im Bild, mit der rot-grauen, rot-weißen. Hier müssen wir zum Beispiel, wir nehmen uns das Szenario hier vor, würde ich sagen, schließen Sie die zweite Hälfte eines Zugdienstes von Stirling nach Glasgow ab und erreichen Sie den Zug in Croy. Dann gibt es hier noch, schließen Sie einen Zugdienst von Perth in die Hauptstadt ab und erreichen Sie den Zug in Burntisland. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Schließen Sie eine Fahrt um die Nordseite des Fife Circle ab. Schließen Sie eine Fahrt entlang der Hauptstrecke von Glasgow nach Edinburgh ab. Stellen Sie den Zug außer Dienst und fahren Sie zurück zum Eastfield Betriebswerk. Und dann haben wir das letzte. Fahren Sie leeres Rollmaterial zurück in die Hauptstadt. Und wie gesagt, wir kümmern uns heute um das erste von, wie gesagt, sechs mitgebrachten oder mitgelieferten Szenarien dieses Zuges. Und würde sagen, wir beginnen einfach mal damit. N50 Stirling Glasgow Queen Street. Ja, damit ein herzliches Willkommen zu diesem Szenario. Willkommen im Bahnhof Croy. Sie übernehmen den Zugdienst 2N50 für die verbleibende Strecke nach Glasgow. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Ja, dann können wir uns ja mal so ein bisschen hier in der Zwischenzeit am Bahnhof umschauen. Wenn wir schon mal die Zeit haben, stehen ja anscheinend an Gleis 2, wenn ich das richtig sehe. Genau, das Gleis 1, ja. Da können wir ja mal so ein bisschen schauen hier, ob wir vielleicht schon so ein paar Dinge hier platzieren können, wie das ja überall an jedem Bahnhof ist, zum Beispiel eine Karte und solche Dinge. Wenn wir eh warten müssen, dann können wir uns das doch gleich mal vornehmen. Genau, zack, haben wir Plakat, Hingang, Welcome to Scotland. Wunderbar, genau, wunderbar. Hier scheint soweit, da kommt schon unser Zug, also viel Zeit haben wir nicht mehr. Könnten höchstens hier noch, nee, da geht es eben nicht hoch, schade. Genau, wir müssen uns verstehen. Da haben wir noch einen Dudelsack hingesetzt. Ist natürlich typisch für Scotland oder Schottland. Wunderbar, klasse. Können wir glatt ein Foto von machen. Die Zeit haben wir ja wohl noch. So, der Zug steht eh noch nicht. Klasse, haben wir das auch erledigt. So, hier vielleicht noch irgendwas machen. Ne, da kommen wir gar nicht hin. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Er ist bereits eingetroffen. Noch wird uns nichts anderes angezeigt. So, sollen wir uns vorne reinsetzen? Dann tun wir das auch. Wir wollen ja nicht, dass hier Verspätung aufkommt. So. Guten Tag, meine Herrschaften. Ich werde den Zug fahren. Also ohne mich geht hier sowieso nichts. So. Dann werden wir uns mal hier reinsetzen. In unser gutes Stück. Zack. Die Tür müssen wir wieder schließen, sonst kommen wir nicht zu unserem Sitz. Genau. Zack. Willkommen an Bord. Stecken Sie den Schlüssel und ein und bereiten Sie sich auf die Abfahrt vor. Dieser Zug hält in Lancy, Bishop Briggs und schließlich in Glasgow. Die Abfahrtzeiten finden Sie im Fahrplan des Pausenmenüs. Alles klar. Natürlich müssen wir erstmal den Schlüssel auf einstellen. Das kommen wir eh nicht weiter hier. Das müssen wir auf vorwärts stellen. Den müssen wir erstmal ausmachen. Wir müssen natürlich noch. Die Zuglichter sind schon eingestellt, aber wir müssen natürlich die Zugsicherungssysteme noch einstellen. So. Der ist auf 1, genau. Wir sollen noch bis 7:43 Uhr warten. Ist jetzt auch nicht mehr so lang. Genau. Dann sind wir doch eigentlich abfahrbereit. Können wir mal. Genau. Bestätigen den Zugleiter. Bla 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 bla. Dann sind wir um 7:49 Uhr in Lancy und um 7:54 Uhr in Bishop Briggs und dann schließlich 8:01 Uhr in Glasgow. Dann sollen wir den Zug noch abrüsten. Das finde ich sehr schön. Also ist jetzt keine große Fahrt, ist jetzt wie gesagt ein kleines Szenario, aber für den First Look und für das erste Mal jetzt mit dem Zug ist das, glaube ich, ganz okay. Und ja, wir sollen die Türen verriegeln. Das tun wir natürlich. Wir können uns ja mal hier so ein bisschen platzieren und zuschauen, wie unser Zug hier abfährt. So. Natürlich müssen wir auch noch einen Fotomodus bemühen. Ihr kennt mich, ich mache das immer so. So.
mag das gar nicht, wenn das so unscharf ist. Das ist, warum das so eingestellt ist, weiß ich nicht. So. Zack. Ach, das reicht doch eigentlich. So. Sehr schön. Dann würde ich sagen, los geht's. Ach, jetzt müssen wir das noch. Ah, das nervt. Auf den Symbol ausstellen. Ja, dann können wir abfahren. Warum piept das denn die ganze Zeit? Mein Gott. So, dann würde ich sagen, los geht's. Lösen die Bremse. Und schalten langsam auf. So, 100 mph dürfen wir fahren. Dann können wir ruhig auf Stufe 7 aufschalten. Der Distanz natürlich nicht den Mega-Anzug, aber das ist ja auch nur ein kleiner Nahverkehrs-Dieseltriebwagen und kein Hochgeschwindigkeitszug. Von daher passt das schon. Genau. Ist jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht die weiten Entfernungen. Ist auch ganz gut so. Ja, habe ich doch gerade. Soll ich doch ausstellen. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Aber egal, lassen wir das. Wunderbar. Wunderschön. Haben wir durch Schottland? Wunderschön, wunderschön. So, 100 wird er natürlich nicht schaffen. Also, der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 60, nehme ich mal an, 60, 70. Weil das, was jetzt an Geschwindigkeit kommt, ist eigentlich nur Backup-Rollen. Weil ihr habt ja selber gehört, der hat ja aufgehört mit dem Gas, mit der Leistung. So, in Schottland wie in England herrscht natürlich Linksverkehr. Dementsprechend fahren wir natürlich links hin und würden rechts zurückfahren. Anders wie in Deutschland. Aber wir können es ja generell mal hier so ein bisschen im Zug umschauen. Ihr seht es hier auch, 90 mph ist die Höchstgeschwindigkeit. Also wie gesagt, ganz knapp an den 100 vorbei. Ach da, wir haben die jetzt ja klar, wir haben die gar nicht eingestellt. Deswegen hatten wir die Zugsicherungssysteme auch nicht. Das ist irgendwas ganz anderes. Das hat nichts damit zu tun. Jetzt habe ich es verstanden. Das war ja beim Training auch so. Aber hier hätten sie vielleicht noch irgendwie eine Isolierung machen sollen, hier an dem Kabel hier. Weiß ich nicht, ob das so gesund ist. Ich weiß ja nicht. So, und ich weiß, Felix und der Weise und manche andere haben vielleicht schon ihre Videos veröffentlicht, beziehungsweise veröffentlicht. Mir war das leider nicht möglich. Ich war erst noch arbeiten und was muss, ihr kennt das und deswegen mache ich das jetzt. Aber ich denke, da spricht nichts dagegen. So, jetzt muss mal ein bisschen langsamer werden hier. Ich gleich an unserem ersten Halt, Lenzi.
So, wir sind eh früh genug da. Eine Minute haben wir noch, bis wir da sein sollen. Ich denke, das sollten wir schaffen. Das sind jetzt gleich noch 500 Meter. Bis zum, gut, 1 Kilometer. Hier in England zählt das irgendwie anders, beziehungsweise in Schottland. Das sind ja Yards und Meilen und. Ach, schaut mal, da kommt ein Gegenzug. Sehr schön. Also ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze abzuschätzen mit den Yards und so. Da bin ich noch ein bisschen lost, um das mal geschmeidig auszudrücken. Ich glaube, wir werden jetzt hier hemmungslos verbremsen. Alter Schwede. Ja, wir werden es verbremsen. Das ist, wie gesagt, noch gar nicht so einfach mit dem Bremsen. Das wird fies. Fies, 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 fies. Na egal. Ich jetzt die richtigen aufgemacht oder die falschen? Die müssen wir aufmachen. So. Die müssen nur da vorne geöffnet. Ne, doch nicht. Wo öffnen sie denn jetzt überall? Überall. Das ist ja geil. Na gut, da hinten werden sie Schwierigkeiten haben, hinten aussteigen. Aber dann müssen sie halt ein bisschen durch den Zug laufen und dann hier vorne aussteigen. Ist jetzt auch nicht ganz so tragisch, hoffe ich. Aber wir haben uns hier hemmungslos verbremst. Das ist wirklich. Man muss das echt so ein bisschen üben, so ein bisschen sich reinfuchsen mit dem Bremsen und mit den Abständen. Habe ich da leicht verschätzt mit den Yards, gebe ich ehrlich zu. Naja, passiert. So, wir lösen die Bremse. Und dann geht es weiter Richtung Bishop Briggs. So, da sollen wir in 4 Minuten sein. Ich denke, 2,9 Meilen sollten wir hinkriegen. So, da schaue ich mal, ob ich den nächsten halt besser hinkriege. Ich dachte, ich hätte schon zu früh gebremst eigentlich, aber dann war ich noch zu spät. Also dann vielleicht doch besser schon bei 900 Yards, sobald das da runterrattert, ein bisschen stärker bremsen. So, nächster Halt, also nach Bishop Briggs ist dann schon Glasgow. Wie gesagt, ein kurzes Szenario. Wie gesagt, Fahrzeug-DLC erscheint morgen, den 25.07.2024. Wie gehabt, ihr kennt das. Das ist ja mit den meisten DLCs so von DTG zwischen 17 und 19 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, beziehungsweise mitteleuropäische Zeit. Also deutsche Zeit. So, dann fahren wir hier gleich in Bishop Briggs ein. Ein bisschen mit offenem Fenster fahren. Mitten im Juli, zumindest bei uns hier. Wo jetzt das Szenario spielt, ist jetzt mir nicht ganz so klar, aber es sieht vom Wetter her auch relativ sonnig und sommerlich aus, sodass wir jedoch vielleicht mit offenem Fenster fahren können. Obwohl, das zieht auch ganz schön, dann lassen wir das doch lieber. So, sollten wir doch mal ein bisschen anfangen zu bremsen hier. Jetzt wird das wieder so fies. So, diesmal sollten wir es aber besser hinkriegen. Früh genug sind wir, da können wir ruhig ein bisschen langsamer werden.
wenn nicht mehr ganz so schnell sind. Also die Fahrplanzeiten hier bzw. die Ankunftszeiten hier, die sind sehr großzügig bemessen. Wenn man nicht trödelt, schafft man das locker, ihr seht es ja. Also da muss man schon wirklich sehr trödeln, damit man das nicht schafft. Da gibt es andere Szenarien, wo wirklich man wirklich rasen muss, um das überhaupt einigermaßen pünktlich zu schaffen. Da ist das hier ziemlich human, möchte ich sagen. So. Das sieht doch gut aus. Diesmal wird es kein Fahrbremser. So. Bleibst du wohl da hinter der Linie? Ich glaube, ich spinne. Fahren werden oder was? Du auch, du stehst viel zu nah am Bahnsteig. Die vielleicht Feuer machen sollen. Na egal, jetzt ist es zu spät. So, diesmal passt es aber. Wunderbar. Diesmal können auch alle einsteigen. Ich habe die Türen bereits entriegelt. Liebes System. Ach, jetzt zeige ich dir das an. Passengers must not pass this point or cross the line. Danger, do not touch the life rail. Ja, ist klar. Liegen da Schienenreste oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. So. Dann verriegeln wir die Türen und fahren zu unserem nächsten Halt Glasgow, Hauptstadt von Schottland. Lösen die Bremse. Zwar alle. Genau. So, nächster Halt, Glasgow. Wunderbar. Wunderbar. Wir können uns den Bahnhof ja in Glasgow noch ein bisschen anschauen, wenn das möglich ist. So, da oben steht's auch. Sorry. Glasgow Queen Street. Da werden wir gleich anhalten. Wunderschön, wunderschön. So, gleich 70, da sind wir ja noch lange nicht. Oh, 50, dann sollten wir ein bisschen Leistung wegnehmen. Dass wir jetzt hier ein bisschen eingebremst werden, ist klar. Wir fahren ja auch in so einem etwas größeren Bahnhof ein, würde ich jetzt mal sagen. Glasgow ist jetzt nicht so ein Nebenhalt, sondern schon ein großer Bahnhof. Ist klar, dass wir da langsamer werden müssen. Nur gleich 30. Ob ich wirklich die Sicherheitsdingsbums drücken muss, die Sicherheitssysteme bzw. die AWS, wie das heißt, wenn das jedes Mal piept, weiß ich nicht, ich tue es einfach. Derjenige, der sich hier gut auskennt in England mit mit den Zügen und mit dem ganzen System hier in England bzw. in Schottland auch, ich weiß nicht, wie ich immer auf England komme, egal, lassen wir das, der kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich über Feedback auf jeden Fall freuen und ja, wenn mir das jemand erklären kann, wäre ich auch sehr dankbar. Also scheut euch nicht da, euren Kommentar zuzugeben.
Jetzt hätte ich drücken. Genau, wenn das so piept, dann muss ich drücken. Richtig. Das Dauerpiepen ist. So, jetzt mal ein bisschen langsamer werden hier. Gleich 30. So. 2,2% Gefälle. Da müssen wir die Bremse auf jeden Fall halten. Für hier nicht zu schnell werden. Wieder so ein Brems- und Leistungsspiel, beziehungsweise Bremse loslassen, Bremse halten, Bremse loslassen, Bremse halten. Das ist alles andere als einfach. Aber bei 2,2% Gefälle lässt sich das leider nicht vermeiden, dass man hier ein bisschen mit der Bremse spielen muss. Das kennt ihr wahrscheinlich auch vom Autofahren, wenn ihr einen Berg runterfahrt und ihr habt eine Geschwindigkeitsbeschränkung und die wollt ihr gerne einhalten, dann müsst ihr auch also ein bisschen auf der Bremse bleiben, beziehungsweise mit der Motorbremse spielen. Also das heißt, einen niedrigeren Gang nehmen, damit der die Motorbremse so ein bisschen mitspielt, obwohl das eigentlich nicht gesund ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen Licht an hier. Im Tunnel sehe ja nichts. Ich bin zu schnell. Wieder nicht gebremst, siehst du? Und schon habe ich Abzug. 20 sogar nur. Ach, jetzt kommt das wieder mit 5 und hast du nicht gesehen. Ach, ich liebe es. Das ist immer das hier in England, beziehungsweise Schottland, Schottland, mein Gott. Diese niedrigeren Geschwindigkeiten als bei uns in Deutschland, also die nehmen sie echt genau. Hier mit 20 an den Bahnhof rein, donnert, tuckert. Das finde ich persönlich ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber zum Beispiel bei den amerikanischen Strecken. Da gibt es ja teilweise Strecken, da darfst du nur mit 5 reinfahren im Bahnhof und auch mit 5 nur rausfahren. 5 Meilen pro Stunde, also das ist wirklich schon, weiß ich nicht, ob das sein muss. Es dauert Ewigkeiten, ehe du mal aus dem Bahnhof gefahren bist. So, dann fahren wir schön an den Bahnhof heran, an den Bahnsteig heran. In Glasgow, wo jetzt auch nicht so besonders viel los ist. Ich hätte mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist doch noch früh. So ein paar Sekündchen über der Zeit, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so tragisch. Wir versuchen hier nicht über das rote Signal zu fahren. Egal, halten wir hier. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Dann entriegeln wir halt hier die Türen. So, wie gesagt, dann können wir uns ja so ein bisschen noch den Bahnhof hier anschauen. Wir das zeitlich schaffen. Vielen Dank, diese Einheit bildet den Zugdienst 1R79, der um 15.15 Uhr zurück nach Glasgow fährt. 15.15 Uhr, ja, dann frohen Aufenthalt. Das sind ja noch ein paar Stunden. So, wir sollen das jetzt hier. Achso, dann kommen wir ja gleich, wenn wir ausgestiegen sind, hier noch ein bisschen durch den Bahnhof gehen, hoffe ich. So, den sollen wir auf jeden Fall auf Ausstellen. Genau. Den auf Zugschluss. Das machen wir wieder auf ein. Den Hauptschlüssel stellen wir auf aus. So. Und dann haben wir es geschafft. Wie gesagt, 35 Punkte Abzug. Das kann man, glaube ich, noch vertreten. Goldmedaille haben wir erhalten. Wahrscheinlich, weil wir irgendwo die Geschwindigkeit übertreten haben und hier wahrscheinlich nicht so genau gehalten haben. Würde ich jetzt mal tippen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so tragisch. Ja, das war's mit dem
ersten von den sechs mitgelieferten Szenarien für die Class 158 ScotRail auf der Strecke Glasgow, beziehungsweise schottischen Strecke, ja, ihr wisst, was ich meine, Glasgow. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wie gesagt, die Lok kommt von dem Entwickler Skyhook Games und erscheint morgen, den 25.07.2024. Kostenpunkt wahrscheinlich wieder so. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, muss ich ehrlich sagen, zwischen 15 und 17,99 Euro, wie die meisten Fahrzeug-DLCs in dieser Größe. Ja, wie gesagt, morgen wird das Ganze veröffentlicht, released. So zwischen 17 und 19 Uhr würde ich tippen. Ja, das war der First Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Habt noch eine schöne Restwoche, habt einen schönen Tag noch und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Didi Spieter. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.